Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zum Let's Play, nicht Guild Wars, sondern zum Let's Play Tomb Raider, der Fluss of Allianz mit mir, mit Olli, Folge 4, weiß ich jetzt gar nicht, siehst du, ich kann nicht mal bis 4 zählen, und wir haben ein neues Lager, das benutze ich auch gleich mal, um zu gucken, ob wir haben keine Fähigkeitspunkte, gut, dann kann ich da auch wieder rausgehen und schaue mich hier mal ein wenig um. Haben wir hier? Das ist einfach nur ein Tisch. Hätte sein können, dass es sowas wie eine Werkbank ist. Da sind aber Pfeile. Und Pfeile sind jetzt voll. Okay, was sagt denn unser Navi? Das sagt, da hinten müssen wir hin. Na dann sollten wir da mal. Nee, da will ich mal noch nicht. Rauf. Hier ist irgendein ein Strick oder so. Was haben wir denn hier? Achso, eine Kiste zum Bergen. Bergungsgut. Ach, das sind diese Zahnräder da oben. Haha, jetzt... Wolfies? Wolfies? Ich hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Wo muss man hin? Da hinten hin. Oh oh. Au. Ja. Dann mal hin zu den Wolfies, nochmal. Das klingt gar nicht gut. Hoffentlich diesmal ein bisschen genauer. Aber ich habe ja F zum Verteidigen gedrückt. Hin. Hallo? Der muss irgendwo hier unter mir sein. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Eins und... Wie soll ich den nur wegstoßen? Drück doch F! F. F. Vielleicht geht meine F-Taste nicht. Okay. Und wieder mal sind alle guten Dinge drei. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Versteht's irgendwie nicht so richtig mit dem F drücken. Nee, ich bin doch ein wenig zu unbedarft für derlei Quicktime-Events. Waren auch noch nie meine Stärke. Aber es hilft ja alles nichts. Wir müssen da ja irgendwie durch. Wir werden es ja nicht schaffen, ohne angegriffen zu werden, die Wölfe zu töten.
Oder doch? Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Hallo? Bleib mal stehen. Erinnert mich gerade ein bisschen an Far Cry. Da muss man ja auch die ganzen... Ah ne, das waren jetzt Pfeile, aber kann ich die... Ich denke, Tierkadaver kann ich auch ausnehmen. Aber vielleicht zählt der Wolf nicht mehr dazu. Du musst doch hier lang, ne? Ja. Durch den Wald. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Okay, dann... Achso, Bergungsgut. Ah, und dann kann ich die Axt craften, sozusagen. Ja, eigentlich bräuchten wir doch bloß 3 Diamanten und 2 Holzstöckchen, oder? Müsste doch gehen. Und wo kann ich die craften? Hier. Ah, nee, das Aufstemmen. Nee. Okay, brauche ich also die starke Axt. Ein Lagerplatz vielleicht. Ausrüstung. Fähigkeiten. Bogen-Upgrade. Nee, Axt-Upgrade. Okay. Und 50 mal das Glumprig. Okay. Und Outfits ist nichts Neues. Gut, dann sammeln wir mal noch 40 so eine Muttern. Hätte ja auch mal einen Werkzeugkasten oder so mitnehmen können. Aber hier gibt es ja genug Kisten zum Glück. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. 20, also noch 3 so eine Kisten. Haut ab! Oh! Ich brauche mehr. Wo ist er hin? Schwein gehabt. Wie viel haben wir jetzt? 30, glaube ich, ne? Müssten wir jetzt haben. Sehen wir hier noch ein Kistchen oder so? Werden die auch angezeigt? Ich weiß es nicht. Schauen wir nochmal hier unten lang. Ah, schau mal. Noch ein Schrein. Nur noch ein bisschen mehr. Haben wir da noch was an dem Schrein? Oder fängst du da gleich an zu schreien? Ah, okay, da kann man was anbrennen. Praktisch, dass daneben gleich Feuer hängt. Blums. So, das müsste reichen. Das passt. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Na, das hoffe ich doch auch. Aber es gibt schon wieder so bedrohliche Musik. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Ich weiß gar nicht, wie man den Bogen wieder entspannen kann. Ohne halt zu schießen. Das wäre ja auch mal ganz interessant zu wissen. Da muss man nicht immer die ganzen Pfeile... Halt, Lager hier.
Lager hier und Lager da. Dann möchte ich die bitte aufrüsten. Tat da da da. Sehr schön. Alles klar? Ja. Soll's losgehen? Ja. Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Mit was? Achso. Sag das doch gleich. Und Kurbel, und Kurbel. Geht mal. Ja. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Schön hier. Also gerade so mit den Fackeln gibt doch ein sehr gemütliches Ambiente irgendwie. Würde ich sagen. Okay, meine Freunde, ich bleibe hier kurz stehen. Dr. Whitman, renn mal nicht so weit vor. Genau. Guck mal lieber zu, denn ich möchte mich... Ja, du bist jetzt mal ein bisschen ruhig. Denn ich möchte diese Folge beenden und sag wie immer, bis dahin, auf Wiedersehen!